Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 23. Das ist der Antrag der Fraktion DIE LINKE 20/69 Klimaschützen, Leben retten, entspannter Reisen, Tempo 120 auf hessischen Autobahnen einführen. Das Wort hat Frau Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Januar hat eine hochrangige Expertenkommission der Bundesregierung Maßnahmen vorgeschlagen, wie die Klimaziele im Verkehrssektor noch erreicht werden können. Darunter war der Rat, ein generelles Tempolimit auf Autobahnen einzuführen, wie im Rest der Welt, muss man ja sagen. Die wenigen Ausnahmen sind Somalia, Nordkorea, Mauretanien, Afghanistan und eben Deutschland. Die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD hat diesen Vorschlag aber sofort rigoros abgelehnt. Zwar hatte die Bundesumweltministerin nach langem Herumdrucksen doch noch zu einer Art Position gefunden, aber insbesondere der CSU-Verkehrsminister steht unverbrüchlich an der Seite der Auto- und Raserlobby. Und gerade hat das Umweltbundesamt wieder in einem Positionspapier ein Tempolimit von 120 Stundenkilometer für dringend erforderlich erklärt, um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. Auch dies ist zu befürchten, wird bei der Bundesregierung leider ungehört verhallen. Dabei gibt es so viele gute Gründe, die Raserei auf deutschen Autobahnen zu beenden, dass 5 Minuten ja kaum reichen, um sie alle aufzuzählen. Aufhänger der Debatte ist der Klimaschutz, zu Recht. Der Verkehrssektor belegt nach der Kohleverstromung und der Industrie den 3. Platz, hierzulande mit 20% Anteil an den CO2-Emissionen. Und vor allem ist es der Sektor, in dem die Emissionen eben nicht sinken, sondern immer weiter steigen. Neben dem Luftverkehr hat der Straßenverkehr dabei den größten Anteil. Und das liegt auch darin, dass der Fortschritt bei effizienteren Motoren zu einem großen Teil darin verpufft, immer schwerere, immer größere und immer PS-stärkere Autos herzustellen und zu verkaufen. Auch in dieser Entwicklung könnte ein generelles Tempolimit endlich bremsend wirken, nämlich dass weniger hochmotorisierte Autos gekauft werden dürften, wenn man das Gaspedal nicht mehr durchdrücken dürfte. Damit könnte das Wettrüsten auf der Straße beendet und effizienten Motoren endlich ein Vorteil verschafft werden, meine Damen und Herren. Mit der Einführung eines Tempolimits von 120 Stundenkilometern ließen sich sofort jährlich mindestens 3 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Einfach so. Geradezu fahrlässig, diese Möglichkeit, diese Maßnahme, die nichts kostet, die einfach umzusetzen ist, nicht zu nutzen und lieber sehenden Auges weiter in die Klimakatastrophe zu rasen. Klar ist auch, dass bei geringeren Geschwindigkeiten und entspannterer Fahrweise neben weniger CO2-Emissionen natürlich auch weniger Lärm und Schadstoffe ausgestoßen würden, weniger Treibstoff verbrannt wird, Mensch und Umwelt würden dabei nur gewinnen. Und das betrifft natürlich auch insbesondere den Sicherheitsaspekt. Auf deutschen Autobahnen sterben mehr Menschen pro verfahrenen Kilometer als etwa in Dänemark, Frankreich, der Schweiz, den dicht besiedelten Niederlanden oder dem dünn besiedelten Schweden. Nicht nur, weil ein Unfall wahrscheinlicher wird, wenn es weniger krasse, Geschwindigkeitsunterschiede gibt, sondern weil man einen Unfall natürlich auch eher überlebt, wenn die Geschwindigkeitsunterschiede nicht so krass sind. Das ist eine reine Frage der Physik. Und das haben mittlerweile ja alle europäischen Länder ein Tempolimit. Um Ihnen das noch einmal grafisch zu verdeutlichen, und dann spricht Bundesverkehrsminister Scheuer ernsthaft davon, ein Tempolimit sei gegen jeden Menschenverstand. Eine Maßnahme, die wir in jedem Land haben. Herr Scheuer befreut sich sicher. Ich glaube, im Moment hat er im Untersuchungsausschuss an den Hacken und kriegt nicht allzu viel Applaus im Bundestag. Aber dass die letzten Reihen von CDU und FDP im Hessischen Landtag gratulieren, wird ihn sicher freuen. Gerade letzte Woche, meine Damen und Herren, meldete das Statistische Landesamt, dass 2018 die Zahl der tödlichen Unfälle in Hessen deutlich gestiegen ist, um 12% auf 239 Personen.
bei echten Freiheits- und Grundrechteeinschränkungen, beispielsweise bei stärkerer Überwachung oder bei den Geheimdiensten, da heißt es immer, wenn doch die Maßnahme nur ein einziges Leben retten würde, würde sie sich lohnen. Hier ließen sich viele Leben retten bei einem Gewinn der Lebensqualität für die große Mehrheit. Und auch der Straßenverkehr würde bei geringeren Geschwindigkeitsdifferenzen angenehmer und flüssiger. Wer ab und zu ins Ausland fährt, der merkt, dass man dort entspannter reist und merkt den Stress spätestens, wenn er zurück über die Grenze nach Deutschland kommt. Weniger Unfälle bedeuten auch weniger Staus. Es gibt also eigentlich nur Vorteile. Und eigentlich wäre es eine Frage des gesunden Menschenverstandes, wenn die Diskussion in Deutschland nicht so verbohrt wäre, dass Rasen als Freiheit missverstanden wird. Und deshalb, wir fordern die Landesregierung auf, die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Anordnung von hessischen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf hessischen Straßen zu nutzen, soweit das möglich ist, aber sich eben vor allem auch im Bund dafür einzusetzen, dass es endlich ein generelles Tempolimit gibt. Die Grünen haben im Oktober einen Antrag in den Bundestag eingebracht. Der ist leider abgelehnt worden. Von daher bauen wir hier auf Ihre Unterstützung für mehr Sicherheit, für den Klimaschutz und weniger Schadstoffe. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Wissler. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Gagel. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Deutschland liegt bei der Anzahl der Verkehrstoten auf Autobahnen in Europa im Vergleich auf Platz 11. Das heißt, 10 Länder mit Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen 90 und 140 km pro Stunde haben mehr Verkehrstote als Deutschland, und 7 haben weniger. Besonders krass ist das Beispiel Norwegen, wo generell ein Tempolimit von 90 km pro Stunde gilt, das aber mehr Verkehrstote als Deutschland hat. Daraus folgt, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen der Zahl der Verkehrstoten und einem generellen Tempolimit gibt. Gemäß der im Antrag der LINKEN vorgetragenen Logik müsste aber die Anzahl der Toten hierzulande einen Spitzenplatz einnehmen, und das tut sie offensichtlich nicht. Also gibt es noch weitere Gründe, die Einflussfaktor sind. Und dies ist offenbar unter anderem der Tatbestand der unangepassten Fahrweise. Sie können mit 100 km pro Stunde bei Regen schlechter Sicht bereits zu schnell sein. Sie können mit 80 km pro Stunde bei extrem dichtem Verkehr zu schnell sein. Oder Sie können mit 60 km pro Stunde bei Nebel bereits zu schnell sein, um nur einige Beispiele zu nennen. Beispiel dichter Verkehr. Jeder Autofahrer weiß aus eigener Erfahrung, bei dichtem Verkehr fließt es meist mit 80, 90 oder nur 100 km pro Stunde, weil es aufgrund der jahrelangen Vernachlässigung des Straßenbaus auf deutschen Autobahnen sehr viel los ist. Was nützt also hier ein Tempolimit von 120 km pro Stunde? Andererseits stellt sich die Frage, wieso ein Tempolimit gelten muss, wenn die Autobahn schwach befahren ist, die Sicht und die Straßenverhältnisse gut. Dies leuchtet keinem Autofahrer wirklich ein. Die Beherrschung eines modernen Automobils ist durch eine Vielzahl elektronischer Assistenz- und Sicherheitssysteme heute auf einem sehr hohen Niveau entwickelt. Die deutsche Automobilindustrie war und ist führend in der Entwicklung und Perfektionierung dieser Sicherheitssysteme. Diesem Sicherheitssystem ist es unter anderem zu verdanken, dass sich die Zahl der allgemeinen Verkehrstoten in den letzten 20 Jahren von über 8.000 auf 3.100 reduziert hat. Auf deutschen Autobahnen waren es 1980 noch 943 Tote, 2017 dagegen nur noch 409. Darüber hinaus sind niedrige Geschwindigkeiten kein Garant für weniger gravierende Unfälle. Die Verkehrsstatistik zeigt auch, dass die meisten Unfalltoten nicht auf deutschen Autobahnen, sondern in geschlossenen Ortschaften zu beklagen sind. Es ist also die Eigenverantwortung des Autofahrers, Situationen richtig einzuschätzen und angepasst zu fahren, meine Damen und Herren. Die
Dirigistische Eingriffe von oben werden wenige oder gar keinen Effekt haben. Sie passen eher in das ideologische Bild von Sozialisten, die meinen, der Staat muss überall eingreifen und alles regulieren. Dann wird das gewünschte Ziel schon irgendwie erreicht werden. Der zweite Teil des Antrags bezieht sich auf den üblichen Klima- und Ökopopulismus, den wir von dieser Seite ja schon kennen. Zum Klimaschutz trägt ein Tempolimit schon mal gar nicht bei, denn einen Schutz des Klimas kann es per se einfach nicht geben. Das haben wir an anderer Stelle hier schon diskutiert. Wer im Übrigen Emissionen durch ein Tempolimit senken will, sollte die Fakten kennen, Frau Wissler. Es werden laut Umweltbundesamt nämlich nur 0,3 % CO2 eingespart. Für den im Antrag erwähnten Flotteneffekt im Übrigen gibt es durch die Erfahrung im europäischen Ausland keinerlei Anhaltspunkte. Dies zeigt nach Angaben des ADAC ein einfacher Vergleich der Pkw-Motorleistung im Vergleich mit Österreich Tempo 130 und der Schweiz Tempo 120. Das Argument der verminderten Staugefahr ist für ein allgemeines Tempolimit ebenso nicht nachweisbar. Bei dichtem Verkehr regelt sich die Geschwindigkeit häufig sowieso von selbst, da die Kapazität des Verkehrsweges begrenzt ist und auf die Verkehrsteilnehmer aufgeteilt wird. Viel effizienter als ein Tempolimit, denken wir daher, sind mehr intelligente Verkehrsflusssysteme, entsprechende Investitionen in den Straßenbau, um neuralgische Staupunkte zu entzerren. Die AfD wird daher den Antrag der LINKEN ablehnen. Und, Frau Wissler, ich appelliere in dem Sinne an Sie, geben Sie auch ab und zu mal ein bisschen mehr Gas und haben Sie ein bisschen mehr Spaß in einem ansonsten vielleicht spaßfreien Leben. Insofern, in diesem Sinne, vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Gagel. Nächster Redner ist der Kollege Meißner für die Fraktion der CDU. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Kollegen haben gesagt, ich soll mit einem Lied beginnen, was viele von uns schon mitgesungen haben. Ich will Spaß, ich gebe Gas, aber der Abend ist anstrengend genug. Das lassen wir lieber. Das Thema Tempolimit auf deutschen Autobahnen beschäftigt uns immer wieder. Die Argumente sind eigentlich unverändert, und so ist die Debatte letztendlich fast so alt wie die Bundesrepublik selbst. Wir als CDU-Fraktion sind immer noch der Meinung, wir sollten die Menschen nicht mit zweifelhaften Verboten einschränken. Ein Tempolimit auf Autobahnen ist letztlich nur ein Instrument von vielen, um klimatische Einflüsse, das Unfallgeschehen und die Verkehrssicherheit auf bestimmten Streckenabschnitten wirksam zu verändern. Die Hauptgefährdungsfaktoren sind neben der gefahrenen Geschwindigkeit unter anderem auch die Verkehrsdichte, die Verkehrsmenge, die Witterungsbedingungen, der Straßenzustand, die Erfahrung des entsprechenden Verkehrsteilnehmers und nicht zuletzt der technische Zustand der Fahrzeuge, meine Damen und Herren. Insofern ist ein wesentlicher Punkt die Einhaltung des § 1 der Straßenverkehrsordnung, in dem auf ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme hingewiesen wird. Will man dem Verkehrsexperten Prof. Dr. Michael Schreckenberg von der Uni Duisburg-Essen zum Thema Tempolimit Glauben schenken, gibt es auch zumindest mit einem generellen Tempolimit nicht weniger Staus. Hier sind flexible Tempoleitsysteme wesentlich effektiver. Auch das Argument der CO2-Ausstoßreduzierung verblasst, wenn man bedenkt, dass der Straßenverkehr nur etwa 12 % der CO2-Emissionen ausmacht und so ein Tempolimit mit 120 Stundenkilometer die CO2-Belastung gerade einmal um 0,3 % bzw. sogar nur 0,2 %, je nachdem, welche Untersuchung man berücksichtigt, senken würde. Mit 130 km/h wäre der Effekt dementsprechend noch geringer. Ehrlicherweise muss man gestehen, dass die Zahl der Unfälle mit reduziertem Tempo tatsächlich abnimmt. Allerdings muss man auch erwähnen, dass 60 % aller Unfälle in Deutschland auf Landstraßen, auf denen ja bereits ein Tempolimit gilt, stattfinden. Rund 31,6 % des Verkehrs in Deutschland rollen über die Autobahnen. Dort werden aber nur 12 % aller Verkehrstoten und 7,5 % aller Verletzten registriert. Zudem kommen in Deutschland auf 1 Milliarde gefahrene Kilometer 3,1 Tote. In Österreich sind es 4,8 und in den USA gar 5. In beiden Ländern gelten auf der Autobahn Tempolimits bis 130 km/h.
Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die Wahrscheinlichkeit, in Polen oder Litauen auf der Autobahn Opfer eines tödlichen Unfalls zu werden, sogar mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland, und das trotz eines Tempolimits. Es erscheint also vielmehr sinnvoll, das Tempo entsprechend zu reduzieren, wenn es die Verkehrssituation erfordert. Es ist letztendlich sinnlos, auf freier Strecke den Fahrer zum Tempo 130 zu zwingen. Hier haben Studien erwiesen, dass die eintönige Fahrweise auf freier Strecke sogar dazu führen soll, dass die Fahrer ihr Großhirn abschalten und die Zahl der Unfälle entsprechend zunimmt. Auch der Hinweis auf die Tempobeschränkung in den Nachbarländern bröckelt, denn Österreich beispielsweise testet streckenweise wieder Tempo 160 auf Autobahnen, und auch in Italien gibt es Überlegungen, das Tempolimit wieder aufzuweichen. Sie sehen, meine Damen und Herren, dass ein Tempolimit nicht die Lösung sein kann. Deshalb begrüßen wir die geplante Erarbeitung eines hessischen Gesamtverkehrssicherheitskonzeptes, welches die Verkehrsentwicklung der letzten Jahre sowie die zu erwartenden Veränderungen im Mobilitätsbereich, und hier sei das Stichwort Onboard-Systeme genannt, in den Blick nimmt und es zur Grundlage eines Sicherheitsmaßnahmenpaketes nimmt. Auch sei der Hinweis gestattet, dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung für besonders unfallträchtige Kleintransporter sicherlich ein besserer Beitrag zu einer weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit auf deutschen Autobahnen leisten würde. In diesem Sinne erinnere ich noch an den zwar platten, aber durchaus emotionalen Slogan des ADAC, der ein Stück individuelle Freiheit bekräftigte und lautete: Freie Fahrt für freie Bürger. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es sei mir in diesem Zusammenhang der Hinweis gestattet, wenn wir Tempo machen, sind wir auch schneller fertig. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Meysner. Nächste Rednerin für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist die Kollegin Kathi Walter. Ja, nicht wundern, dass mich meine Kollegen so anfeuern, aber ich habe seit Februar auf diese Rede gewartet, und jetzt freue ich mich ganz besonders. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, liebe Besucher, schon Victor Hugo wusste Besucherinnen? Nein, Besucher? Ja, da. Okay. Also. Schon Victor Hugo wusste, dass die Wirksamkeit einer Idee entscheidend vom richtigen Zeitpunkt abhängt. Das gilt auch für die Einführung des Tempolimits auf deutschen Autobahnen, das wir GRÜNEN im Grundsatz natürlich für ganz vernünftig halten. Daher bedauern wir, dass für die Große Koalition in Berlin im Oktober wieder nicht der richtige Zeitpunkt war, sachlich über das Thema zu reden. Dort hätte es die Möglichkeit gegeben, Tempo 130 auf deutschen Autobahnen zu beschließen, und das wäre gut gewesen. Denn ein Tempolimit bedeutet nicht nur ein geringeres Unfallrisiko und in der Folge weniger Verkehrstote, auch der Stresspegel für Autofahrer wäre geringer. Der Benzinverbrauch würde sinken, Verkehrslärm reduziert, und der verminderte Schadstoffausstoß wäre ohne Zweifel gut fürs Klima. Viele andere Länder haben auch längst ein Tempolimit. Zur Wahrheit in der Debatte über diese Idee in Deutschland gehört aber auch, dass sie auch im Bundestag diesmal wieder keine Mehrheit gefunden hat. 498 Abgeordnete waren dagegen, nur 126 dafür, 7 enthielten sich. Die Bevölkerung ist da aber längst weiter. Auch uns GRÜNEN ist es während unserer Beteiligung an der Bundesregierung 1998 bis 2005 nicht gelungen, unseren Koalitionspartner SPD damals davon zu überzeugen. Zwar hat sich die SPD auf ihrem Bundesparteitag 2007 mit knapper Mehrheit für ein Tempolimit für 130 ausgesprochen, das auch wir in Hessen favorisieren. Im Koalitionsvertrag der GroKo steht davon aber nichts. So, also, Kolleginnen und Kollegen, verehrte Frau Walter, warten Sie einen kleinen Moment. Es ist wirklich sehr unruhig im Plenarsaal. Ich bitte Sie, der Rednerin Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Danke schön. Und das ist auch das Problem. Denn beschließen kann das Tempolimit auf deutschen Autobahnen nur der Bundestag. Wir können es hier in Hessen nicht. Was wir GRÜNE gemeinsam mit unserem Koalitionspartner zur Verkehrssicherheit in Hessen beitragen können, haben wir gemacht oder im Koalitionsvertrag vereinbart. Die Aktionen für mehr Sicherheit für Kinder auf den Schulwegen,
die Kampagne für Motorradfahrer oder die Unterstützung der Kommunen bei der Ausweisung von Tempo-30-Zonen seien hier einige Beispiele. Auf den Autobahnen sollen telematische Maßnahmen den Verkehr künftig sicherer und flüssiger machen. Außerdem ist im Koalitionsvertrag, Herr Meysner sagte das schon, die Überprüfung des Tempolimits für Kleintransporter vorgesehen. Meine Damen und Herren, die Regierungskommission Nationale Plattform Zukunft der Mobilität hatte das Tempolimit als eine Maßnahme vorgeschlagen, die Klimaziele im Verkehrsbereich doch noch zu erreichen. Wer diesen Vorschlag als gegen den gesunden Menschenverstand ablehnt, der hätte sich beim Klimapaket aber schon mehr ins Zeug legen müssen, um die Klimaziele in seinem Bereich doch noch zu erreichen. Kaufprämien für Elektroautos und mehr Ladesäulen werden es nämlich nicht richten. Wir machen es in Hessen vor und tun sehr viel für den Klimaschutz, von Energie- und Wärmewende über den Plan für die klimaneutrale Nassauische Heimstätte, Wohnstätte bis zur Förderung der klimafreundlichen Nahmobilität und vieles mehr. Wenn wir sachlich über das Thema reden, dann könnte es im Sinne Victor Hugos früher oder später sein, dass auch eine Mehrheit im Bundestag die Zeit für ein Tempolimit gekommen hält. Vielleicht werden dann einige Jahre später auch diejenigen, die sich heute noch mit Händen und Füßen weigern, einsehen, dass es gar nicht so schlimm ist, so wie die meisten Raucher heute auch froh sind, dass sie nach einem Restaurantbesuch vielleicht selbst nicht mehr stinken wie ein Aschenbecher. Zu denjenigen, die sich derzeit noch strikt gegen ein Tempolimit weigern, gehört übrigens, man höre und staune, auch der Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Dietmar Bartsch. Auch deshalb wundert man sich, dass DIE LINKE heute hier den Vorstoß gewagt hat. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Walter. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Kollege Dr. Naas. Das war dann auch die Rede, hast du also... Ja, in der Tat. Das sehe ich auch so, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegin Walter. Das Murmeltier Tempolimit hat dieses Mal recht lange geschlafen, seit 2013. Als die CDU noch Aktuelle Stunden gegen die grüne Bevormundungspolitik beantragt hat, gab es die Debatte nicht mehr zum Tempolimit. Und, Frau Kollegin Walter, ich kann es nachfühlen. Ich habe mich auf diese Rede auch sechsmal vorbereitet. Und der Antrag der LINKEN ist vom 29.01.2019 ja auch gut abgehangen und in der Tat sehr, sehr aktuell. Ich versuche trotzdem Tempo zu machen, vielleicht sogar ohne Tempolimit. Es wurde Zeit, dass wir endlich mal wieder über diese Frage diskutieren. Und ich beginne mal mit dem allerersten Stichwort, was Sie genannt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, nämlich das Stichwort Sicherheit. Und da kann ich Ihnen nur sagen, und das ist Fakt, die Autobahnen sind die sichersten Straßen in Deutschland. Punkt. Ein Drittel der Fahrleistungen werden auf Autobahnen erbracht, aber die Quote der Verkehrsopfer ist zum Glück nur 12% im Vergleich. Und auch im internationalen Vergleich ist Deutschland an der Spitze der Verkehrssicherheit. Länder mit genereller Geschwindigkeitsbeschränkung wie Österreich, Belgien oder die USA schneiden nicht besser ab als Deutschland. Norwegen, auch das ist schon genannt worden, mit Tempolimit 90 weist die gleiche Quote bei der Verkehrssicherheit aus wie Deutschland, das zu immerhin noch 70% freie Fahrt auf den Autobahnen hat. Und die eigentliche Schwachstelle, der eigentliche Wundepunkt in Sachen Verkehrssicherheit, auch das ist hier schon erwähnt worden, das ist die Landesstraße. Aber, liebe Kollegen von den LINKEN, die Landesstraßen eignen sich eben nicht für linke Symbolpolitik. Das muss man natürlich klar sagen. Und dann kommen wir zum zweiten Thema. Das Klima wollen Sie schützen. Der CO2-Ausstoß, auch das ist Fakt, im Straßenverkehr wird sich durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung nicht maßgeblich beeinflussen lassen. Laut einer Studie des Bundesumweltamtes, und das ist ja nicht gerade eine liberale Vorfeldorganisation, reduzieren sich bei Tempo 120 die CO2-Emissionen um gerade mal 9%.
bezogen allerdings auf den Lkw-Verkehr auf Autobahnen. Wenn Sie das insgesamt rechnen auf den Ausstoß, dann sind es 0,5%. Die AfD hat von 0,3 gesprochen. Unsere Zahlen liegen etwas höher, aber es ist nach wie vor gering. Und deswegen wäre die Einsparung des gesamten CO2s, das Sie vorschlagen, so viel wie China in 2 Stunden ausstößt. Und ich sage Ihnen an dieser Stelle auch einmal klar, diese Diskussion ist müßig, weil es gibt dicke Autos mit sinnvollen Fahrten, es gibt schmale Autos, die nicht so viel verbrauchen, mit äußerst unsinnvollen Fahrten. Das können Sie am Ende alles gar nicht bemessen. Das sind Opportunitäten. Ich will in diese Diskussion nicht einsteigen, weil es am Ende eine Freiheitseinschränkung ist und weil Sie es den Bürgern auch selbst überlassen müssen. Die Annahme, dass ein Tempolimit zusätzlich den Kauf von Autos mit kleineren Motoren und damit zu weniger Spritverbrauch führt, auch dieser Weg und diese Annahme hat sich als falsch erwiesen, und das zeigt der Vergleich der Motorenleistung des Pkw-Bestandes in Deutschland im Vergleich zu Österreich. Die haben ein Tempolimit von 130 und der Schweiz, die haben ein Tempolimit von 120. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für uns ist das ein Freiheitsthema. Viele Menschen, ja, es ist ein Freiheitsthema, denn viele Menschen in Deutschland haben das Gefühl, dass mit dem Tempolimit ihnen noch eine der letzten verbliebenen Freiheiten in einem stark regulierten Land genommen werden soll. Und ich sage Ihnen, ich kann das verstehen. Diese Ansicht ist nicht nur weit verbreitet, sie ist auch richtig und sie ist nachvollziehbar. Ja. Wir Freie Demokraten bleiben dabei, dass es mit uns kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen geben wird. Und wir werden auch alles dafür tun, das zu verhindern. Wir wollen an dieser Stelle Hightech statt Gängelung, und dazu gehört die Digitalisierung im Verkehrsbereich, die erheblich in der Vergangenheit schon zur Verkehrssicherheit beigetragen hat. Abstand- und Spurassistenten bis hin zu selbstfahrenden Autos, das wird weiter zur Verkehrssicherheit beitragen und wird weiter die Verletzten und die Toten sinken lassen. Ein weiterer Ausbau der Telematik, das ist auch ein wichtiges Stichwort, sie wird den Verkehrsfluss steuern. Ein weiterer Ausbau ist notwendig, damit wir effizienter fahren und damit wir auch besser fahren. Und ich komme zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Regeln sind immer dann gut, wenn sie von der Bevölkerung, wenn sie von den Menschen vor Ort nachvollzogen werden können. Und das können die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen, die Sie vorschlagen, bis heute nicht. Und deswegen lehnt die Mehrheit der Bevölkerung das nach wie vor zu Recht ab. Und wir werden diesen Angriff auf unsere Freiheit nicht dulden. Deswegen ein klares Nein zu Ihrem Antrag. Aber ein letztes Wort gestatten Sie mir noch, Kollegin Walter. Wie die GRÜNEN jetzt abstimmen, da bin ich ja mal gespannt. Weil das haben Sie mir während den ganzen 5 Minuten nicht verraten. Ihre Rede war ja für den linken Antrag. Aber ich bin mal gespannt, wie gleich die Finger hochgehen in der Koalition. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist der Abgeordnete Knut John. Ja, ich habe es geahnt, dass es so kommt, wie es gekommen ist. Herr Dr. Naas, Digitalisierungspartei FDP, wenn dann das autonome Fahren kommt, bin ich gespannt, wie schnell Sie dann fahren. Frau Walter, wir haben offensichtlich das gleiche Problem, Sie hier in Hessen, wir in Berlin. Kollege John, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Fraktionsvorsitzenden René Rock? Nein. Ich würde das gerne vielleicht im Nachhinein. Also, meine Damen und Herren, ein bisschen Ruhe wäre nicht schlecht um diese Zeit. Also, Herr Kollege John, Sie haben vollkommen recht. Ein bisschen Konzentration. Wir haben die Tagesordnung gut aufgeräumt. Das Wort hat der Abgeordnete Knut John. Bitte schenken Sie ihm Ihre volle Aufmerksamkeit. Wir diskutieren hier, als wenn wir in Spanien den Stierkampf abschaffen wollten, und argumentieren noch, es wäre ein Angriff auf die Freiheit. Meine Damen und Herren, soll das ein Witz sein? Deutschland ist in der Tat das einzige Industrieland,
welches noch kein Tempolimit auf Autobahnen eingeführt hat. Zwei Drittel der Autobahnkilometer in Deutschland sind ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Und hier muss man sich schon die Frage stellen, wenn man die Statistiken liest, ob das so richtig ist. Denn im Jahr 2018 registrierte die Polizei zwar etwas weniger Unfälle, 20.537 genau, aber die Personenschäden sind deutlich gestiegen, nämlich von 1,3 auf 1,9%. Und das bedeutet, dass auf den deutschen Autobahnen 424 Menschen ihr Leben ließen. Das sind 15 Getötete mehr als in 2017. Und da kann mir keiner erzählen, dass die Toten zurückgegangen sind. Wollen wir uns damit abfinden? Ich denke, das können wir nicht. Das sind wir den Menschen schuldig, hier einzugreifen. Auf den Autobahnen wurden 6,7% aller Unfälle mit Personenschäden, 12,9% aller Getöteten gezählt. Wenn wir dem Verkehrssicherheitsrat Aufmerksamkeit schenken, dann ist es so, dass dieser für ein Tempolimit steht, weil er sagt, 66% der insgesamt auf Autobahnen getöteten Menschen haben ihr Leben deswegen gelassen, weil sie zu schnell gefahren sind. Eine Erklärung dafür ist der Anhalteweg. Das muss ich Ihnen hoffentlich nicht erklären, dass man bei 200 km 250 m braucht, um anzuhalten, und bei 130 km 118 m. Das sind weniger als die Hälfte. Das müsste eigentlich jeder begreifen. Und es gibt auch in Deutschland gute Beispiele, dass ein Tempolimit Sinn macht. Zum Beispiel hat man im Autobahndreieck A24 zwischen Wittstock und Havelland im Dezember 2002 die Geschwindigkeit auf 130 limitiert, weil die Zahl der Unfälle in diesem Abschnitt sehr hoch war. Sie waren nämlich im Dreijahresvergleich mit 654 Unfällen gezählt worden. Nachdem man dann 130 gebildet hat, waren es nur noch 337 Unfälle. Und sage und schreibe, haben sich auch die Verletzten deutlich, nämlich mehr als die Hälfte, reduziert. Und man kann hier deutlich davon sprechen, dass auch eine Halbierung der Todesfälle stattgefunden hat. Oder in Nordrhein-Westfalen ein schönes Beispiel. Im Abschnitt Esdorf und Merzenich beklagte man in 2017 9 Tote. Das ist ein relativ kleiner Abschnitt. Man hat dort 130 dann eingeführt, und die Folge war, dass in den darauffolgenden Jahren keine Toten beklagt wurden. Das spricht doch für sich, oder? Und das ist ein Beispiel aus Deutschland. Es ist also völlig klar, dass wir ein Tempolimit brauchen. Die Frage ist, wie hoch muss es sein? Dänemark ist genannt worden, muss ich nicht noch einmal wiederholen. Aber wir müssen uns auch die Rechtsprechung anschauen. Die Rechtsprechung sagt nämlich, bei allen Unfällen wird eine Mitschuld angerechnet zwischen 20 und 40%, wenn festgestellt wurde, dass die Richtgeschwindigkeit überschritten wurde. Und die Versicherer machen sich sogar noch einfacher. Sie sagen, dass im Grunde genommen alle Schäden, wo eine Überschreitung der Geschwindigkeit bzw. der Richtgeschwindigkeit festgestellt wurde, eine Mitschuld getragen wird. Und hier redet man auch von 20 bis 40%. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und wenn man sich die Staufrage betrachtet, dann sagt der Verkehrsclub Deutschland, ein Tempolimit bedeutet weniger Stau. Denn es mindert die hohen Geschwindigkeitsunterschiede. Und das müsste uns eigentlich auch klar sein, dass dadurch weniger Staus entstehen. Und die gehen sogar weiter. Sie sagen, dadurch werden etwa 100 Fahrzeuge pro Stunde mehr in der Kapazität aufgenommen, als das jetzt der Fall ist. Herr Kollege, Ihre Redezeit ist um. Jawohl, ich komme zum Schluss. Umwelt. Die Umwelt, auch wenn es nur wenig ist. Es sind 2 Millionen Tonnen CO2. Aber der Reifenabtrieb, der noch nicht genannt wurde, der ist bei hohen Geschwindigkeiten deutlich höher. Meine Damen und Herren, wir dürften uns nicht scheuen. Gegen ein,
das Tempolimit auszusprechen. Und hier kann ich nur die GRÜNEN auffordern, machen Sie doch mit uns einen Antrag zusammen, und ich denke, Sie haben die Mehrheit. Danke schön. Herzlichen Dank, Herr Kollege John. Für die Landesregierung spricht der Verkehrsminister, Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hätte nicht gedacht, dass um 21.52 Uhr der Hessische Landtag noch einmal zu solcher Hochform aufläuft. Das ist ja die Anträge, liebe Kollegin Wissler, der ist ja am 29. Januar eingereicht worden und ist deshalb also verfallen tut er nicht, aber das ist ein Thema, das haben wir ja an der Debatte gemerkt, das hier viele umtreibt, und zwar sehr, sehr umtreibt. Ich glaube, vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun, dass DIE LINKE es trotzdem nicht zum Setzpunkt gemacht hat, dass der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch im Bundestag an exakt besagtem 29. Januar, wo Sie den eingebracht haben, folgenden Satz gesagt hat. Dietmar Bartsch sagte im Bundestag, was das Thema Tempolimit auf Autobahnen betrifft, kann ich Ihnen ganz klar die Position der Mehrheit meiner Fraktion sagen. Die ist für ein Tempolimit. Und er fügt hinzu, ich zähle zur Minderheit. Also, ich glaube, an dieser Stelle merkt man, selbst in der Linksfraktion gibt es an dieser Stelle unterschiedliche Auffassungen. Sie kennen meine, und Sie kennen die Meinung der Fraktion, der ich angehöre. Ich bin für ein Tempolimit. Sie haben gehört, was die CDU-Fraktion gesagt hat. Sie wissen deshalb an dieser Stelle kein Geheimnis. Die Landesregierung ist sich in dieser Frage aber an dieser Stelle nicht einig, weil, und das ist aber auch gar nicht schlimm, Frau Kollegin Wissler, weil das wird im Deutschen Bundestag entschieden. Das wird im Deutschen Bundestag entschieden. Und ich füge hinzu, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das nach der nächsten Bundestagswahl entschieden wird und natürlich auch an dieser Stelle dann Ergebnis von Koalitionsverhandlungen sein wird. Und da ich ja schon ein bisschen länger dabei bin, kann ich mich noch daran erinnern, wie wir versucht haben, mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands das Tempolimit umzusetzen. Das war jetzt nicht gerade von Erfolg gekrönt. Ich erinnere mich, wer war es am Anfang? Stolpe, Klimt, Bodewig, Müntefering, und ich habe einen vergessen. Tiefensee. Nein, der kam später. Ich wollte nur sagen, es ist an dieser Stelle ein bisschen schwierig geworden. Ich will aber an dieser Stelle noch einmal sagen, wir haben das mehrfach gehabt. Sie kennen die unterschiedliche Haltung. Ich will an diesem Punkt aber noch eine Sache sagen, die mir wichtig ist. Ich persönlich, jetzt, was ist denn los? Ja, ich weise nicht nach Berlin, liebe Kollegin Faeser. Ich weise darauf hin, dass das im Bundesrecht geregelt ist und dass da drin steht, die Überschriften, also Jamaika ist ungefähr, also ist noch weniger gewesen als Rot-Grün 2008. Bei Rot-Grün 2008 in Hessen hatten wir wegen schon Koalitionsvertrag fertig gehandelt. Bei Jamaika sind wir noch nicht einmal über die Sondierung gekommen. Also über die Frage, was wo drin war, bitte. Ich will an dieser Stelle einfach nur hinweisen. Es wird im Deutschen Bundestag entschieden. Das ist so. Es gibt unterschiedliche Haltungen. Das ist auch so. Und wir haben an dieser Stelle uns ausdrücklich dafür ausgesprochen, als Bundesland Hessen in den unterschiedlichen Gremien, dass wir mehr dafür tun, dass wir Verkehrssicherheit bekommen. Und aus meiner Sicht, das ist jetzt meine persönliche Sicht, kennen Sie das doch alle. Wenn Sie privat in Österreich oder in der Schweiz unterwegs waren und kommen sozusagen in Passau oder bei Basel auf die A3 oder die A5 gefahren, dass das Leben auf der Bahn als Autofahrer auf einmal anstrengender wird, weil man sozusagen verkrampfter da sitzt. Doch, ist so. Mir geht das so. Mir geht das so persönlich. Wenn man aus Österreich kommt und fährt über die Grenze, dann wird es auf einmal anstrengender. Das ist so. Das ist so. Und ich glaube deshalb an dieser Stelle, wir werden es irgendwann noch einmal erleben, aber es wird im Deutschen Bundestag entschieden. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte noch einmal, weil hier einiges erzählt wurde,
wo ich mich gewundert habe, Herr Kollege Gagel, und Sie haben sich ja auch noch einmal gemeldet, wie ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen habe. Da können Sie ja noch einmal was dazu sagen. Hat er nicht? Nächster Tagesordnungspunkt. Okay, das war jetzt kein Hinweis. Weil hier sowohl von Ihnen als auch vom Kollegen Naas gesagt wurde, dass es in Norwegen gefährlicher sei. Ich verstehe nicht Ihre Zahlen. Ich verstehe sie einfach nicht. Weil ein kurzer Blick auf die Daten Verkehrstote in Norwegen und Verkehrstote in Deutschland kommt dazu, dass man in Norwegen im Jahr 2018 108 Verkehrstote hatte. Wenn man das auf die Bevölkerung umrechnet, ist man ungefähr bei 20 pro Million. Und in Deutschland hatten wir ungefähr 40 Verkehrstote pro Million Einwohner. Ich verstehe nicht, wo Ihre Zahlen herkommen. Ich verstehe wirklich nicht, wo Ihre Zahlen herkommen. Und deswegen glaube ich, an dieser Stelle wären wir alle gut beraten, wenn wir uns in unseren unterschiedlichen Positionen respektieren. Ich bin sehr sicher, dass wir nach der nächsten Bundestagswahl und auch schon im Bundestagswahlkampf über dieses Thema ausdrücklich diskutieren werden. Und am Ende haben die Bürgerinnen und Bürger bei der nächsten Bundestagswahl die Entscheidung, ob das für sie ein relevantes Thema ist, wie sie das entscheiden. Und dann wird es ganz sicher im Jahre 2022 im Deutschen Bundestag eine Abstimmung über diese Frage geben. Und ich bin gespannt, wie die dann ausgeht. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Aussprache des Antrages. Wollen wir den in den WVA schieben oder wollen wir ihn abstimmen? Wir schieben in den WVA. Also, was wollen wir damit machen? Die Antragsteller sollen das entscheiden. Die Linke ist der Antragsteller. Was will der Ausschuss? Geht er in den Ausschuss? So machen wir es. Ja? Ja, jetzt ist ja gut, ist ja gut. Zum Ende wollen wir besonders friedlich miteinander umgehen. So.